Hallo ihr Lieben. Ich habe euch ungefähr schon vor 3 Wochen versprochen, dass ich euch mal meinen Schminktisch zeige, also meine Schminksammlung und sowas alles und was hier draufsteht. Und deswegen zeige ich euch das jetzt. So, also das ist mein Schminktisch auf jeden Fall. Da habe ich immer meine Alexa, meine Pinsel, meine Wattestäbchen, meinen Spiegel. Das habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen, von meiner OP. Eine Kerze, mein Glätteisen, mein Mini-Kühlschrank, den kann ich euch auch immer zeigen. Da sind ehrlich nur Masken drin. Dann habe ich ein Fanposter und meine Schminktasche. Und an meinem Schminktisch habe ich auch noch diese Lichter. Aber da suche ich noch eine andere Alternative, weil die nicht halten, wie man da auch schon sieht. Neben meinem Schminktisch steht immer meine Musikbox und ich zeige euch nur die Seite, weil da ist so meine Schminke drin und meine Haarsachen und in der anderen Seite ist so mein Laptop, meine Schulsachen und sowas halt einfach nur drin. Ganz unten sind hier einfach nur meine Gele, eine Haarspange, Haargummis, also Bänder, damit ich halt mich halt beim Schminken meine Haare nicht in mein Gesicht kommen, Bürsten und so Pflegeprodukte für die Haare einfach. Hier jetzt meine Skincare-Schublade, hier habe ich einfach Sonnencremes, meine Cremes, Seren und halt gegen meinen Pickel dieses Zeug. Hier habe ich auch einfach alles so wild reingemacht, wie ich es möchte. Da sind noch Masken und da sind auch einfach noch so Cremes, aber zum Beispiel so Cremes gegen trockene Haut. Und im Moment habe ich halt keine mehr. Und hier noch zum Beispiel mein Abschminkzeug und Zinksalbe, Leute. Zinksalbe ist richtig gut. Hier fängt Schminke an. Lidschattenpaletten und so Liquid Eyeshadows und Facepaletten. Ich zeige euch aber alles nochmal so genauer, weil ich mache das einfach nur, damit ihr gerade erstmal so einen groben Übersicht habt. Hier ist schon mehr Make-up, Wimperntusche, Highlighter, Lip Liner, Lippenstifte bis zu Lipglossen. Dann haben wir hier einmal Puder, Lashes, Cream Bronzer und nochmal so normalen Blush einfach, weil ich habe halt keinen Platz mehr. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig Platz, weil ich habe echt schon sehr viel. Das ist meine obere Schublade. Primer, dann habe ich hier sowas wie halt Flawless Filter und sowas drin. Haarklammern, meine Foundations, ich habe nur 2. Hier nochmal so Cream Bronzer, hier auch. Concealer, noch mehr Concealer. Blush, Highlighter, Fixing Spray und halt noch meine Beauty-Schwämme. Und jetzt zeige ich euch alle Produkte einfach. Wir fangen an mit Primer. Ich zeige euch jetzt nur so, die ich so oft benutze, sonst sitzen wir mit den ganzen Sachen noch morgen dran. Also hier einmal dieser von NYX. Den benutze ich sehr, sehr gerne. Dann diesen hier von e.l.f. Das sind ja alles so Dupes halt zu dem von Milk und den von Milk habe ich halt auch. Genau. Jetzt kommen wir so zu den Flawless-Filtern mäßig. Also ich habe halt einmal den originalen Flawless Filter. Der ist bei mir schon komplett abgeblättert, leider. Dann habe ich hier von Maybelline diesen. Aber man sieht ihn, glaube ich, nicht so gut. Ja, aber ihr wisst ja alle, wie er aussieht. Von Catrice gab es doch auch mal diesen Primer. Der pellt bei mir aber ab. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Und den habe ich noch nie benutzt. Aber von Catrice gibt es halt diesen. Der soll ja richtig gut sein. Den habe ich auch in der Farbe 020 gekauft. Und der Flawless Filter ist in der Farbe 2. So, bei Foundations habe ich einmal diese von Trended Up. Die ist mir auch ein bisschen zu dunkel. Und sowas von Milk. Das ist so in, wie so ein Tinted. Genau. Sunshine Skin Tint. Und das habe ich mir damals zu Weihnachten gewünscht. Es ist wirklich so geil. Ich trage es immer im Sommer. Also ich trage es auch immer noch sehr, sehr gerne. Ich glaube, bei Concealer wird das ganze Ding schon spannender. Also ich habe hier diese Under Eye Brighten. Na, also einmal hier von Catrice. Und auch einmal von Essence. Der ist ja auch neu. Den gibt es jetzt auch in einer anderen Farbe schon. Aber die Farbe habe ich noch nicht geholt. Dann habe ich hier einmal von Too Faced den Concealer in der Farbe Snow. Und ich finde ihn sehr schön. Aber bei mir setzen sich alle Puders halt darauf ab. Und deswegen muss ich noch so eine Alternative halt finden. Bei Concealern benutze ich echt gerne die beiden hier von Fit Me. Einmal in der Farbe 10 und in der Farbe 15. So, weiter geht's. Einmal von True Skin, also auch von Catrice. Den habe ich auch sehr gerne benutzt. In der Farbe 020 Warm Beige und auch in der Farbe 010. Ich habe auch von Maybelline natürlich diesen. Der war doch mal so gehypt, irgendwie im Trend, in der Farbe 05. Noch nie benutzt, ehrlich, noch nie benutzt. Ich habe ihn einfach gekauft, weil er im Trend war. Und von NYX dieses Serum hier. Das gefällt mir auch sehr. Aber es ist ein bisschen zu dunkel. Also ich habe mich ein bisschen mit der Farbe verschätzt. Machen wir weiter mit alles, was so zu Contour gehört. Also Charlotte Tilbury halt ist Standard. Ich habe ihn mir auch gekauft. Ich finde ihn super. Farbe Fair Medium. Leute, ehrlich, das ist wirklich eine Investition. Wie heißt das? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich liebe ihn, ich benutze ihn nicht oft. Ich weiß nicht, ob ich mir ihn nochmal kaufen würde, wenn der leer ist, weil es dauert eh 2 Jahre oder so, weil ich ihn nicht benutzen werde. Von Milk habe ich auch diese beiden hier. Das ist auch dieselbe Farbe. Und zwar Blaze. So,
So, weiter geht's mit hier so einem von, sieht man's? Von Alverde, genau. Den haben Leona und ich uns damals zusammen gekauft und der ist auch richtig gut. Dann natürlich, der ist ja auch so gehypt gewesen, der von Essence. Von Rival Loves Me, das ist auch dieser Kontostick, der war doch auch irgendwie so ein Dupe zum NYX Kontostick. Von NYX habe ich mir den tatsächlich nicht gekauft, weil ich den gut fand. Und dann habe ich mir jetzt aber den von Catrice gekauft, der ist ja auch im neuen Sortiment, also den findet ihr auch noch. Den habe ich aber auch tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ihr fragt mich sehr, sehr oft nach meinen Blushes. Ich habe viele aussortiert, egal ob Cream- oder Puder-Blushes. Aber ich habe schon eine kleine Liebe für Blushes. Ich habe auch eine kleine Sammlung. Also von Revolution habe ich einmal den hier. Den habe ich mir damals in Paris in so einem Einkaufszentrum gekauft. Dann natürlich wieder Charlotte Tilbury in der Farbe Pinkgasm. Ganz, ganz bekannt. Jeder wollte ihn haben. Ich habe ihn gesehen. Ich habe fast geheult. Von Rem Beauty habe ich auch einen. Das ist ja die Marke von Ariana Grande. Die gibt es auf jeden Fall im Sephora. Von River Loves Me, den habe ich geschenkt gekriegt von der Leona, als wir in Berlin waren. Von Kiko habe ich auch einen Blush in der Farbe 200. Der ist auch schon nett. Also, wie gesagt, ich kann einfach nur sagen, die sind alle schön, weil ich liebe sie alle. Wieder hier der Bekannte von Essence. Da war ja der Kampf, wie gesagt, groß. Von Milk habe ich auch einen in der Farbe Flip. Und jetzt, Leute. Alle Fragen. Emma, hast du Rare Beauty? Ja, ich habe Rare Beauty und ich habe auch alle, die so wirklich im Hype sind. Also einmal die Farbe Bliss, die war ja irgendwie am Anfang nie ausverkauft und jetzt auf einmal schon. Sehr, sehr leichter Ton, aber sehr deckend. Also die Farbe kommt auf jeden Fall auch raus. Liebe, liebe, liebe. Ich liebe es. Happy, Leute. Und ich sag euch ehrlich, ich hätte mir die nicht bestellen dürfen. Die sind so krass. Der ist so pigmentiert. Und dann noch hier Joy. Ich glaube, er heißt doch Joy, oder nicht? Nee, Lucky. Lucky heißt er. Und die sind so krass. Also ich habe ihn noch nie benutzt, weil ich echt Angst habe, weil ich genau weiß, dass die beiden so krass pigmentiert sind. Ich habe Angst. Übrigens, Leute, ich räume es ja alles für euch aus und ich muss es alles wieder einsortieren. Wir haben es ja schon mit der ersten Schublade geschafft. Jetzt kommen Highlighter. Charlotte Tilbury, Leute. Ich glaube, das kann man nicht wirklich als Highlighter zählen, aber dieser Jumbo-Stick, den habe ich, glaube ich, auch schon ein Jahr. Aber er ist schön. Manchmal ist es meine Phase, da möchte ich gerne so Highlighter hier in mein Inner Corner machen. Und dann benutze ich immer sehr gerne den. Dann habe ich auch diesen hier von Catrice. Auch ein sehr, sehr schöner Highlighter, Leute. Den zeige ich euch jetzt. Der ist so ein bisschen dunkler. Also, wenn man so in der Sonne war und ein bisschen bräuner geworden ist, sieht der richtig, richtig schön aus. So, dann haben wir jetzt hier einmal meinen Fixing Spray. Das ist von MAC. Das ist das Fix Plus All Day Hydration Spray mit Vitamin C und sowas alles. Jetzt kommen wir so zu meinen Beauty Blendern. Die sind dreckig, Leute. Also, wenn ihr es nicht sehen könnt, spult vor. Den benutze ich immer für den Flawless Filter. Man sieht es, der ist auch schon so ein bisschen glowy. Der hier ist von Kiko. Ich liebe ihn. Der ist halt für meinen Concealer, für meine Foundation. Der ist von Real Techniques, aber den benutze ich auch immer so, manchmal halt, wenn ich so keine Lust habe, auch so Pinsel für Blush. Dann benutze ich einfach den oder halt für Contouring. Das ist halt so mein Puder. Beauty Blender von Real Techniques und der ist von Kiko. Jetzt kommen so die Puderprodukte. Da habe ich einmal den hier von MAC, der war im Angebot, den hat meine Mama mir geschenkt, Leute. Weil der war so teuer und dann war der für, glaube ich, 35 Euro runtergesetzt, hat die mir den einfach geschenkt. Dann habe ich diesen hier, den benutze ich auch immer. Also, wenn ihr euch fragt, hast du tolle Tilbury drauf und ich nein sage, habe ich diese Palette. Die habe ich in den Niederlanden gekauft. Von PH Cosmetics, der ist auch so schön. Der war in der neuen Sommer Edition, glaube ich. Und das ist auch die Palette dazu. Ich kann sie auch mal aufmachen. Die sieht so aus, die ist auch richtig schön. Jetzt machen wir wieder weiter mit Contouring, also Bronzer so mäßig. Ich habe einmal so eine Palette von Zoeva, heißt es, glaube ich. Genau, das sind so hier die Farben. Da ist auch so ein Highlighter mit bei. Hier so ein Summer Heat Cream Bronzer von BH Cosmetics. So einen gibt es ja jetzt auch von Catrice. Den kann ich euch auch einmal zeigen. Ja, man sieht es, glaube ich, oder? Ich bin dann mit meinen Nägeln rangekommen. Es hat mich so geärgert. Und von Kiko habe ich auch wieder ein Bronzer. Keine Ahnung, was auch immer, Stick. In der Farbe 200. Ich glaube, ich habe mich vorhin versprochen. Der Blush ist in der Farbe 04 und das ist die Farbe 200. So, Puder Blush. Ich habe einmal hier einen von Benefit. Das ist so ein ganz, ganz kleiner. Ich liebe ihn. Die Farbe ist so schön. Die sind auch so krass pigmentiert. Dann, das habe ich hier auch in Niederlanden gekauft, Leute. Die Farbe kann ich euch auch zeigen. Der ist von Essence, also er ist so schön, er ist so krass pigmentiert. Und die beiden haben auch so ein bisschen Schimmer. Also das ist wie so Highlighter und Blush in einem. Ein Dior Blush, das ist in der Farbe 001 Pink. Diese König der Löwen Blushes. Jetzt mache ich weiter mit Puder. Als erstes habe ich hier auch eins von BH Cosmetics. Das ist auch aus der relativ neuen Kollektion. Dann habe ich hier einmal von Fit Me dieses Puder. Da ist auch dieser Schwamm von diesem BH Puder drin. Das ist, ich bin so stolz auf mich. Ich habe es mir selber gekauft. Es war eine gute Investition. Ich kann es einfach nicht aussprechen. Investition. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber
Ich habe mir das Huda Beauty Puder geholt in der Farbe Cupcake. Jetzt kommen wir zu meinen Wimpern. Ich habe zweimal diese Lilian Catrice Wimpern. Ich habe auch noch diese rote Farbe hier. Ist nicht wirklich pink, weil... Oder es ist pink und das ist, glaube ich, dann eher rosé, weil ich habe halt diese alle davon. Ich fand die halt richtig schön, ich habe die nicht immer benutzt. Ich habe immer diese hier. Ach ja, die sind benutzt und die sind einfach nur neu. Also die sind auch schon ein bisschen länger her, die sind von Catrice. Jetzt kommen wir zu meinen Mascaren, das interessiert mich ja immer am meisten. Erstmal, welche Wimpernzange? Leute, immer die von Catrice. Dann habe ich hier einmal diese Mascara von Rare Beauty. Von Kiko habe ich hier auch eine. Schaut euch dieses Bürstchen an. Es ist wirklich ein Traum. Also die Mascara ist echt richtig, richtig gut. Dann, weil ich aber hier Sephora Mitglied bin, bekommt man immer so kleine Proben zugeschickt, wenn man was bestellt. Da habe ich die zweimal bekommen. Mit Doll Boost Lash Grow Mascara. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das diese graue hier. Und dann habe ich hier einmal, die habe ich mir neu gekauft. Also diese Glam & Doll Volumen Mascara Waterproof. Und hier habe ich nochmal eine angefangene, weil ich will die nicht öffnen. Das ist mir viel zu schade. Jetzt kommen alle meine Lippenprodukte. Ich muss es so in zwei Schubteilen machen, weil ich habe sehr, sehr viel. Also ich habe erstmal hier so ganz normale Labellos von Balea und einfach halt normal von Labello Eigenmarke. Dann habe ich auch noch so ein Gloss. Der war in dem Hochzeit-Heiratsset von einer Bekannten dabei. Kann ich das auf jeden Fall teilen. Ich habe auch Lucy Bombs und die habe ich sogar von euch geschenkt bekommen, Leute. Das haben mir echt, meine Eltern wollten mir heute geschenkt geben, als ich gerade aus dem Portal. Also ihr seid echt unfassbar süß. Von Trendy habe ich einmal diese, der soll die Lippen so ein bisschen aufklappen. Ich finde, ich habe generell schon große Lippen. Keine Ahnung. Ihr das findet, aber der macht es echt, also schon sehr, sehr gut. Von NYX habe ich hier so einen. Das ist ein Soft Matte Lip Cream in der Farbe Stockholm. Die finde ich auch schon, die kann man gut mit 94F kombinieren. Dann hier mein Dior Lip Oil, auch wieder in der Farbe 001. Also, ihr müsst euch merken, Dior ist bei mir immer 001. Also, von Fenty Beauty habe ich auch noch so eine Probe bekommen von Sephora. Und ich habe mir auch den großen gekauft. Also, ich glaube, ich hätte mir wieder eine andere Farbe holen sollen. Ich hoffe, ich mache es echt nicht so schnell, ne? Von MAC habe ich hier auch einmal so ein Glitzer Lip Gloss. Der war so ein Set dabei, da kommt auch gleich Lipstift, aber ich muss das alles so in zwei Teile machen. Von Essence habe ich auch einen bekommen von euch. Ey, also, ich bin einfach so süß. Dann von MAC hier diese viralen Lipdinger da, die kennt ihr doch alle doch gerade, oder nicht? Die sind doch richtig viral auf TikTok. Den habe ich mir auch gekauft, auch sehr, sehr gut. Und von Kiko in der Farbe 05 auch so ein Glitzer Lip Gloss. So, also einmal habe ich mein NYX hier die Farbe New Truffle. Es ist ein bisschen schwer mit den Lippen, dass sie so krass fokussieren. Von Kiko habe ich hier einmal die Farbe 01. Die habe ich auch mit Leona zusammen gekauft. Ach, die rollen doch hier alle immer weg, Leute. Von Trader habe ich die Farbe 110. Das ist der hier. Ich muss mal so gucken, ob man es sieht. Dann habe ich hier für diesen Lipgloss von MAC halt diesen Lippenstift in der Farbe Taube. Ich werde ihn auch einmal so zeigen. Ich hoffe, man sieht es. Man sieht es einfach nicht. Es tut mir leid. Dann habe ich von Charlotte Tilbury eine kleine Probe bekommen. Auch von Sephora in der Farbe Pillow Talk. Ja. Ach ja, wegen der Sephora, Leute. Ihr müsst Punkte sammeln. Also ihr müsst da halt was kaufen und dann bekommt ihr halt diese Punkte. Von Max & More. Das ist so eine Marke, die gibt es irgendwie bei Action. Habe ich auch so drei. Es gibt auch nur zwei. Aber es hat einer doppelt. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das ist bei mir halt schon so abgewettert, dass ich euch gar nicht mehr sagen kann. Dann habe ich halt hier 94F und 59G. Und jetzt, ich bin so stolz drauf, ich von Kylie Jenner dieses Lip Clip in der Farbe 302. Leute, es ist so schön, es ist so schön. Kommen die Paletten. Erstmal so meine Face-Paletten. Die sind von Catrice, von dieser Dschungelbuch-Edition da. Da habe ich einmal diese zwei. Da hinten sind auch nochmal die Farben. Habe ich jetzt vergessen, bei der anderen zu zeigen. Aber eigentlich gehört auch eine meiner Mama und eine mir. Die jetzt dieser Liquid-Lidschatten. Da habe ich einmal die beiden von River Loves Me. Dann habe ich mir hier sowas gekauft von Essence. Das ist so... Das sind so wie so Flakes, also so Glitzer... Glitzer, wie nennt man das? Glitzerpartikel, die man sich so aufs Auge machen kann. Jetzt mache ich so meine Kleinlidschattenpaletten. Das sind beide von Essence. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die überhaupt noch gibt. Ihr seht, sie sieht aus wie, als hätte ich sie schon ein Jahr oder zwei. Ich glaube, ich habe sie sogar zwei Jahre. Und die ist auch ganz schön. Die habe ich mir damals mal in einer Challenge gekauft mit meiner Mutter. Eine Minute lang durfte ich mir alles nehmen und ich habe sie gesehen. Wie gesagt, ich fand das Packaging richtig krass, also habe ich es hier mitgenommen. Jetzt kommen so wirklich die Lidschatten, also diese großen Paletten. Ich habe ehrlich viel von so, wie nennt man das, von so diesen Editions. Also hier immer hier diese von Catrice mit diesem Hasen drauf. Dann habe ich auch nochmal von Catrice diese hier. Und Leute, das war meine allererste Lidschattenpalette. Ey, ihr kennt doch bestimmt Marvin, oder? Und die ist doch safe schon 4 Jahre alt, diese Palette. Und sie sieht auch so aus. Also, bei manchen Türen sieht die auf jeden Fall so aus. Hier zum Beispiel, das ist mein Lieblings-Highlighter. Auf jeden Fall die Palette. Hier auch die von Catrice. Die müsste es sogar noch geben. Aber ich glaube, ich hatte die in meinem Adventskalender. Und hier, Leute, mein ganzer Stolz. Ich habe mir die damals an Weihnachten geholt. Ich habe mich damit ungelogen einmal geschminkt vielleicht. Aber die Töne sind echt schön. So, das war's mit dem Video. Das war alles meine Schminke jetzt. Obwohl, ich kann euch noch schnell meine Pinsel zeigen. Eine Sekunde, Leute. Ich habe hier so Pinsel. Ich benutze zum Pudern. Merkt euch das jetzt. Die sind hier von Catrice. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Das ist so chaotisch gerade. Von Real Techniques benutze ich den hier. Das ist die. Das ist der Expert Face Brush. Es ist gar keine Nummer drauf. Doch, 200. Da benutze ich den auch für Blush und für Contour. Ja. Und sonst benutze ich auch nur einen hier nochmal von Essence für Puderblush. Mehr ist da eigentlich auch nicht. Weiter, weiter, Leute. Ich mache das alles ganz schnell im Speed hier. Das war wieder gerade zu unorganisiert für mich. Dann benutze ich hier
die 300 von Vitek Nails zum Abholen unter den Augen. Und dann habe ich hier auch noch dafür so für meine Augenbrauen. Ach, übrigens, meine Augenbrauen habe ich gar keine Produkte, weil ich lasse die einfach immer so. Ich finde die eigentlich relativ schön. Und für meinen Highlighter benutze ich von Bijik. Das ist die Marke von Dagi B. Da benutze ich den halt einfach, weil Leute, der hat so einen richtig schönen Applikator. Und dann mache ich mal so. Und dann geht meine Nase immer richtig schön. Ich muss noch alles packen. Ich schlafe gleich bei Leona, Freunde. Ich muss mich beeilen. Ja, das war's. Ich habe alle meine Schminke gezeigt. Wenn ihr meine Skincare sehen wollt, kann ich so ein Video mal auf TikTok machen, weil das ist ehrlich nicht viel. Also das ist unnötig, wenn ich das einfach mit hier reinpacke, weil es geht ja um Schminke. Ja, schreibt mir gerne ein Video in die Kommentare und ciao, Leute!